Hallo und willkommen zu einem weiteren Battlecheck. Heute wieder mit der Kriegskampagne und wer genau aufgepasst hat, der wird wissen, dass uns noch eine Zone fehlte und zwar auf der Seite der Horde, das Sturmsanktal auf Kultiras. Und wir haben jetzt schon die Quest angenommen dafür, müssen hier jetzt eine weitere Quest annehmen, nämlich mit obersten Kriegsfürsten Kromosch in Suldazar reden. Der befindet sich direkt hier links auf dem Schiff der Horde, wie immer wenn es um Kriegskampagnen geht. So. Gehen wir einmal die Quest ab. In den Sturm. Front and center, Andy. As of last night, we received words that Rexxar's force at Warfong Hold in Stormsong was surrounded by a Kulturian army and an attack is imminent. As soon as you have your things packed, go speak with Dread Admiral Tattersail and we will get underway. Also, er erzählt uns hier, sie haben im Sturmsanktal bereits eine Festung aufgebaut. Das weiß man auch, wenn man als Allianzhunter gequestet hat. Da gibt es nämlich eine größere Questreihe dazu. Und Rexxar hat sich allerdings gemeldet, dass wir gerade von den Kultirianern angegriffen werden und deswegen sollen wir jetzt unsere 7 Sachen packen und dorthin reisen. Wie immer reden wir dafür mit der lieben Schreckensadmiralin Segelriss und sie bringt uns jetzt zum Sturmsanktal, wie immer mit einer nicht vorhandenen Ladekarte, aber einer schicken Reiseroute und da sind wir jetzt auch im Sturmsanktal und da treffen wir auch gleich auf irgendwelche Tentakeln. Blut und Donner, was für eine Zauberei ist das? Unsere Schiffe sind vernichtet und unsere Truppen wurden ans Meer zurückgedrängt. Unverschämt. I don't know what Fuso so good. Okay, ja, nichts Interessantes. Ein eiserner Wall. The enemy has pushed our men to the shore and sunk their ships. They have nowhere to run and nowhere to hide. It's up to us to save them. Okay. Bemannt eine Kanone und tötet 40 Soldaten aus Kultiras. Alles klar. Also müssen wir hier erstmal alles abballern. Schnell unter Deck und an die Kanone. Unsere Truppen brauchen uns. Gut. Dann gehen wir mal unter Deck und ballern die kultirianischen Soldaten ab. Die nämlich gerade unsere Soldaten angreifen. Schauen wir mal. Ah da, alles klar. Da ist das Schlachtfeld. Man kann sich hier auch nicht wirklich bewegen in diesem Fenster. Man muss hier einfach nur die Kanone abfeuern. Machen wir doch auch gleich. So fängt das doch schon mal gut an. Da sind noch ein paar, da auch. So viele, wie ich töten soll, sind hier doch gar nicht. Da oben sind noch welche, okay. So. Ja. Da noch einer. Ah, okay, hier spawnen neue. Ich dachte schon, das wäre ein bisschen problematisch gewesen, wenn nicht. Übrigens greifen wir mit den Bomben eigentlich auch unsere Leute an, aber scheinbar bekommen sie keinen Schaden, kein Friendly Fire. Dann halt nicht. So, abgeschlossen. Fertig. Zurück ins Bötchen. Haben wir das schon mal erledigt. Und können die nächste Quest annehmen, wenn ich mich hier nicht verlaufe. Da oben müssen wir hin. So. Quest beenden. Ja, Quest beenden, bitte. Okay, ich kann nichts drücken. Sehr schön. Ich kann immer noch nichts drücken. Dann machen wir mal einen Reload des UIs. Wie immer hier der Hinweis, ist noch alles Beta, deswegen funktioniert manchmal irgendwas nicht. So, on the hunt. Look like the magic the Kulturian used on our ships is beginning to dissipate. But I'm sure what happened to our ships here is only just the beginning. Sucht in der Meereswacht nach Überlebenden. Okay, wir haben die Kulturianer zurückgedrängt und diese Tentakel, die hier aus dem Wasser kamen, die waren scheinbar von irgendwelchen kulturianischen Magiern, also wahrscheinlich von den Gezeitenweisen. Die hier gerade um das Schiff sich geschlungen haben. Okay, aufgerolltes Seil muss man hier jetzt benutzen, um vom Schiff runterzukommen angeblich. Und dann... okay, wir gehen einfach mal selber an den Strand. Vielleicht gäbe es hier ein Schiff, wo es jetzt zu doof war, um zu sehen. Wäre vorteilhaft, aber egal. Gut, so, hier werden jetzt irgendwelche verletzten Peons geheilt. Andy, thank the Dark Lady, you are here. Rexxar diverted a bunch of those Kulturian off into the buildings ahead. He needs backup. Okay, also scheinbar hat Rexxar hier so ein paar kulturianische Soldaten gefangen oder sowas ähnliches. Okay. Oh, nein, hier ist der Wolf von Rexxar, der ist stark verletzt scheinbar. Schauen wir mal. Sieht die Harpune heraus. Aua, das tut doch weh. Ah, noch einen erwischt. Okay, jetzt wurde hier von einem Kulturianer gefangen. Schaut nur, wie er im Netz zappelt. Wird Spaß machen, den auszuweiden. Ich denke nicht. Ah, da passiert was. Ah, da kommt Rexxar geflogen. Alles klar. Wir haben dein Huelo gerettet, Junge. Danke uns. Sein Herz wird immer schwächer. Ich kann nichts mehr für ihn tun, außer seinen Qualen ein Ende zu setzen. Nein, er hat sein Haustier getötet. Blut und Donner. Ich glaube, es hackt. Der erste Prominente, der gestorben ist im Battle for Azeroth. Der Wolf von Rexxar.
Abdank. Diese Menschen haben heute einen großen Fehler gemacht. Ja, dein Hund getötet. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid, Andy. Mit eurer Hilfe werden wir diese Hunde aus Kutiras zeigen, was passiert, wenn man ein wildes Tier in die Ecke drängt. Die Reißzahnfeste liegt gleich den Pfad hier hoch. Kommt und ich erzähle euch die weiteren Details. Alles klärchen. Folgt mir, die Festung ist nicht weit von hier. Dann renn mal los. Rex hat ja übrigens auch sein neues Modell hier bekommen, sieht sehr schick aus. Der Angriff kam heute am frühen Morgen. Die Magier von Kutiras benutzen ein sonderbares Objekt, um diese Schreckensgestalten herbeizurufen, die sich um unser Schiff wanden. Hier könnt ihr nochmal in Nahansicht sehen, jetzt ist er mehr halb Ork, halb Oger. Was? As we were trying to save the crew, the Kutiran attacked. Our troops were spread too thin to hold both locations. We had to retreat to the shore. Okay, okay. Viele tapfere Soldaten haben in der Schlacht ihr Leben gelassen. Eure Ankunft war ein wahrer Segen. Ah, da oben brennt auch schon die Festung. Seht, hier atmet noch einer. Guten Tag. Nur ruhig, die Kräuter werden eure Wunden lindern. Könnt ihr uns etwas aus dem Inneren der Festung berichten? Gibt es noch andere Überlebende? Rexa, viele leisten noch immer Widerstand. Ihnen bleibt nicht viel Zeit. Gut, es beenden. Oh, jetzt gibt es aber ganz viel. Okay, irgendeinen Kapitän töten. Wir haben versucht, so viele unserer Leute wie möglich aus der Festung zu evakuieren. Doch einige der Peons hatten nicht so viel Glück. Als Kämpfer sind sie nicht zu gebrauchen, aber wir werden ihre Arbeitskraft in Zukunft noch benötigen. Rettet 6 verängstigte Peons. Do the flames. Obtain. Okay, wir sollen also die Flammen hier löschen im Lager. Hab Dank, ich werde den Kriegsturm sichern. Wir werden ihn brauchen, um den Rest der Truppen zu rufen. Kaga, eure Tapferkeit steht außer Frage, aber ihr seid nicht in der Lage zu kämpfen. Andy und ich werde Kaga begleiten. Stoßt beim Kriegssturm zu und wenn... Achso, stoßt zu ihnen, wenn ihr fertig seid. Okay, wir sollen jetzt also erstmal die ganzen Quests machen in dem Lager. Wir sehen hier sind ganz viele kultirianische Kämpfer, Fußsoldaten der Sturmwacht und so weiter. Die sollen wir jetzt alle töten, irgendwelche Feuer löschen, wie auch immer, muss ich gleich mal gucken. Und so weiter. So, jetzt habe ich die Quest abgeschlossen. Wollt ihr nochmal einen kleinen Blick auf die Festung werfen. Falls ihr euch jetzt fragt, wieso die Horde überhaupt so eine große Festung hier hat. Ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt. Während der Questphase vom Sturmsanktal der Allianz. Da greift nämlich die Horde dann dieses Gebiet an und da baut hier die Festung. Das Coole ist dann eben, dass man jetzt eben als Hordler in diese Festung wirklich hineingeht und sieht, was während der Questphase der Allianz hier eigentlich passiert ist. Das ist... immer bei dieser Kriegskampagne, dass man diese kleinen Überschneidungen hat zwischen Allianz und Horde. Das ist ganz cool gemacht, sodass man dann eben halt auch ein bisschen erlebt, was damals bei der anderen Fraktion passiert ist. So, jetzt haben wir hier nochmal Rexa, wo wir einen besseren Blick drauf werfen können, weil er nicht von uns wegrennt. Und die Hochbergtaurin, die interessiert jetzt wahrscheinlich niemanden. Gehen wir mal die Quest ab. So, Quest beenden, Quest beenden, Quest beenden und eine neue Quest. So, Sound the Warhorn and retake control of Warfang Hold in Stormsong Valley. Alles klar, also jetzt sollen wir uns diese Festung zurückerobern. Wir werden unser Land von diesem Abschaum von Kutiras reinigen. Andy, ruft die Horde und lasst uns all dem ein Ende setzen. Gut, Asta, er sagt unser Land. Ich glaube nicht, dass das euer Land ist, aber alles klärchen. Eigentlich ist das Land der Allianz, aber gut. Der ist scheinbar sehr positiv im Denken. So, wo ist hier das Horn? Da, schön aufgebaut. Dann pusten wir da mal rein. Tatü, tata. So, eine kleine Zwischensequenz. Wir pusten und pusten. Und die Häuser der drei kleinen Schweinchen sind kaputt. So, jetzt kommen hier die ganzen Hordler reingewandert, die auf unserem Schiff mitgekommen sind. Jetzt sind wir hier in der großen Halle. Erinnert leicht an Warcraft 3, dieser Name. Und können die Quest abgeben bei Rexa. So. Champion Rexa schalten wir jetzt auch frei. Das war also eine ziemlich kurze Kriegskampagne, muss man sagen. Quest beenden. So, und jetzt sollen wir nach Nathaunos zurückkehren, um die Kriegskampagne abzuschließen. Ihr habt also gesehen, wir haben jetzt Rexa bekommen als Champion. Jetzt können wir hier auch den Flugpunkt annehmen. So, und die ganze Festung ist wieder im Ursprungszustand. So, wie die Horde sie bezogen hat. Hier haben wir jetzt, da ist ein Gastwirt, hier haben wir einen Stallmeister, Briefkasten, da oben war der Flugmeister, hier haben wir einen Schmiedekunstbedarf zum Reparieren, machen wir doch mal. Was haben wir hier noch? Das ist leer, auch leer, ist auch leer. Hier ist eine Trainingsattrappe und ganz viele NPCs.
Genau, und dann befindet man sich hier, okay, man sieht die Karte jetzt leider nicht, doch hier. Hier oben befindet man sich jetzt, hier ist also die Hauptfestung der Horden im Sturmsanktal. Und von dort aus kann man dann überall hingehen im Sturmsanktal. Hier ist der Dungeon zum Beispiel, in der Nähe gibt es wahrscheinlich noch ein kleines anderes Lager, damit man da schneller hinkommt. Gut, dann sollen wir hier mit Muka Stormbreaker reden. Achso, das ist hier die gute Dame. Achso, sie bringt uns jetzt zurück nach Suldazar, alles klar. Ging ja relativ schnell, muss man sagen. Das war bisher die kürzeste Kriegskampagne. Ich habe keine Ahnung, ob das so bleibt oder ob das so sein soll. Bisschen komisch, aber okay. So, dann gehen wir das mal hier ab und bekommen wieder den Erfolg. Ready for War. Ah, der ist jetzt aber ein bisschen größer geworden, merke ich hier gerade. Früher gab es nur 3 Punkte, nämlich hier Stellung in Durstfall, Stützpunkt im Tiragalesund und Stormsong Valley Foothold. Jetzt sind hier 3 weitere zugekommen. Das sind wahrscheinlich die im Endgame. Sehr interessant. Gut, das war's dann aber auch schon. Wie gesagt, war was kürzer. Ihr könnt euch ja gerne noch die anderen Kriegskampagnen-Quests anschauen, die hier auf dem Channel verteilt sind für die ganzen anderen Gebiete. Aber das war's dann zumindest mit der Kriegskampagne aus der Levelphase, wie man die verschiedenen Gebiete der gegnerischen Fraktion einnimmt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!